Guten Tag, mein Name ist Joanna Jambor und wir sind heute beim Deutsch-Polnischen Erntefest 2016 mit der schönsten Musik für und von Antenne Brandenburg, mit tollen Gästen, auch aus Polen, mit tollen Musikacts. Wir werden einen feierlichen Gottesdienst haben und natürlich unseren großen Ernteumzug. Also, wir sind jetzt in Altranft und ich würde gern zu mir auf die Bühne den Vorsitzenden des Ortsbeirates bitten und des Museumsvereins Altranft, Bernd Hoffmann. Herr Hoffmann, ich grüße Sie. Kommen Sie ein Stück mit nach vorne, damit wir uns diesen wunderschönen Platz einmal gemeinsam angucken. Und ich übergebe jetzt das Wort an Sie für die offizielle Eröffnung. Besonders begrüßen möchte ich aus unseren polnischen Freunden Herrn Paweł Pawlowski vom Kultur- und Sportzentrum Żelina und die Ortsvorsteherin Jadwiga Grunskaja aus Bielinek. So, damit möchte ich die Serie Erntedankfest eröffnen. Wünsche Ihnen viel Spaß. Vielen Dank. Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht loslässt das Werk seiner Hände. Amen. Herzlich willkommen hier zum deutsch-polnischen Erntegottesdienst in der Dorfkirche zu Altranft. Alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. So ein Wort aus Psalm 145.
Bardzo dziękujemy jako goście tego miejsca za zaproszenie. Chciałbym też osobiście przywitać wszystkich Polaków, przedstawicieli z rozmaitych stron naszych terenów za przybycie, za wzięcie udziału w tych pięknych uroczystościach. Liebe Gemeinde, wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Einladung. Und wir wollen das tun in der schon zu Anfangs benannten ökumenischen Offenheit. Das heißt, die Deutschsprachigen unter Ihnen werden das auf Deutsch tun und die Polnischsprachigen unter Ihnen auf Polnisch. In den vergangenen Jahren konnten wir erleben und erfahren, dass vieles eine gleiche Melodie hat, der Sprache. Bitte unter Pontius Pilatus, der Kreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden vor dem Tod, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes. Liebe Gemeinde, jedes Jahr aufs Neue ist das Erntedankfest hier in Altrampf mit dem deutsch-polnischen Gottesdienst ein Höhepunkt im Leben der Dorfgemeinschaft. Ich freue mich sehr, dass wir in diesem Jahr den katholischen Kollegen da haben. Warum erzähle ich Ihnen das am Erntedanktag? Weil ich glaube, dass das Alter, der Herbst des Lebens, auch eine Erntezeit des Lebens ist, in der wir dankbar zurückblicken können auf das, was im Leben alles gut verlaufen ist. W czasie modlitwy Credo, wierzę w Boga, mówiliśmy jednym rytmem. Pastor prosił na początku, żebyśmy mówili jako Polacy wolni. Tylko trzy słowa nam zostały. Posłuchaliśmy się. Ornut musi być. Teraz o tym powiem. Als wir gemeinsam gebetet haben, da haben, hat unser Pastor, Herr Pastor Fersch, hat uns gebetet, dass wir gemeinsam Glaubensbekenntnis auf Polnisch mit Ihnen zu sprechen. Yeah.
Blöcke die Hose,